Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen Montagmittag. Ich möchte mal nochmal mit dir sprechen über das Liebe. Liebe und für viele hier noch leidige Thema Geld. Und zwar im Frühjahr, Mai oder Juni war das, glaube ich. Ich glaube, Mai war es. Habe ich ja diese 5-tägige Money-Freude-Challenge hier gemacht, weil das einfach immer mehr so ein Thema geworden ist hier in der Gruppe und weil sich immer ja mehr da auch geoutet haben, dass das Liebe-Thema Geld kein gesundes Thema ist. Und so sind wir ja auch alle groß geworden. Es hat ja kaum jemand ein richtig gutes Verhältnis in die Wiege gelegt bekommen zu dem lieben Thema Geld. Und es ist auch sehr gut angekommen, diese 5-tägige Money-Freude-Challenge. Viele haben während dieser Tage auch wirklich teilweise sensationelle Erfolge gehabt und waren total begeistert, haben vieles umgesetzt. Ich habe ja da ganz viele Anleitungen auch jeden Tag mit auf den Weg gegeben. Und dennoch beobachte ich, dass es bei vielen, selbst wenn sie an der Money-Freude-Challenge teilgenommen haben, immer noch ein leidiges Thema ist mit dem lieben Geld. Dass sie immer noch nicht in der Fülle sind und dass sie immer noch zum Beispiel darauf fokussiert sind, dass nur einmal im Monat Geld ins Leben fließt, zum Monatsanfang, zum Monatsende oder zur Monatsmitte. Dass sie immer noch mehr im Armutsbewusstsein sind als im Reichtumsbewusstsein oder dass auch immer noch nicht so wirklich eine richtige Liebesbeziehung, wie ich das ja gerne nenne, zum Geld hergestellt wurde. Woran liegt das? Ich habe mir da auch noch mal Gedanken drum gemacht, weil ich dir ja da auch helfen möchte. Hallo, liebe Marina. Das liegt einfach daran, dass so eine Money-Freude-Challenge, wie ich sie ja da gemacht habe, über 5 Tage, in diesen 5 Tagen, wenn man regelmäßig dabei ist, hallo, lieber Ingo, wenn man regelmäßig dabei ist, schwingt man in einer gewissen Energie, setzt etwas um und dann ändert sich auch mal kurzfristig was. Aber langfristig stellt man dann irgendwann noch mal fest, man ist wieder in den alten Mustern gefangen. Und so geht es dir wahrscheinlich auch. Oder denjenigen, die sich da jetzt hier angesprochen fühlen, die zum Beispiel bei der Money-Freude-Challenge eben auch dabei waren. Und darüber habe ich mir eben Gedanken gemacht. Und das liegt einfach daran, dass man einfach nicht langanhaltend in einer solchen Energie dann drin ist. Das ist das eine. Dann macht man noch so ein paar Tage anschließend was. Aber dann merkt man, wie man immer wieder in alte Muster zurückfällt. Und das sind Muster und Prägungen, die ganz, ganz tief einfach in unserem Unterbewusstsein, und ich unterscheide ja auch gerne zwischen Unterbewusstsein und Unbewusstem, also noch eine Etage tiefer im Unbewussten verankert sind. Und das sind so die Dinge, die uns dann einfach immer wieder zurückfallen lassen in alte, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Muster und Prägungen. Und wir dann rückblickend denken, verdammt nochmal, jetzt hat sich doch noch nichts geändert in meinem Leben. Ja, und viele, und ich gehöre genauso dazu wie du. Ich habe in meinem Computer auch etliche Freebies und kostenfreie Anleitungen oder Dinge, die vielleicht mal 10, 20, 30 Euro gekostet haben. Man guckt sich das an, aber man setzt nicht um. Und man setzt schon gar nicht dauerhaft um. Ja? Und das kann natürlich nicht von dem Erfolg letzten Endes gekrönt sein, den man eigentlich gerne hätte. Hallo, lieber Martin. Das heißt, man ist früher oder später wieder in den alten Mustern gefangen, weil tief im Unbewussten oder im Unterbewusstsein nicht wirklich etwas gelöst wurde, in die Heilung gebracht wurde, weil es einfach nicht langanhaltend war. Und das ist ja auch eben mit der Grund, wie anschließend, das war überhaupt nicht geplant, im Grunde genommen war es nicht geplant, ich bin nur hier auf Fragen in der Gruppe eingegangen, was so als nächstes das Thema ist. Und dann kam so dieses Geldthema auf, so kam dann die Idee auf, die Money-Freude-Challenge zu machen, weil ich einfach gemerkt habe,
wie viele wertvolle Impulse da bei dir angekommen sind, wie ich dir dabei helfen konnte und dann anschließend aber auch gemerkt habe, wie sehr die Energie dann nochmal bei dir runtergeht, sodass du es letzten Endes doch nicht umsetzt. Und das kenne ich ja, das habe ich ja des Öfteren schon hier zu dem Thema kostenfreie Kurse und Anleitungen angesprochen. Man setzt es einfach nicht so sehr um und vor allem kann man natürlich in so einer fünftägigen Challenge nicht so in die Tiefe gehen, wie es einfach im Grunde genommen auch erforderlich ist. Es mag Impulse setzen und einige hatten ja so grandiose Erfolge dann auch selbst während der Challenge und anschließend ist man wieder in alten Mustern gefangen. Und so ist dann eben ja auch dieses Money-Freude-Seminar entstanden, das in Traben-Trarbach stattfindet. Hallo, liebe Monika. Das ist ein zweieinhalbtägiges Seminar, liebe Julia, schön, dass auch du dabei bist, wo wir wirklich freitags abends starten um 18 Uhr und toujours zusammen sind bis sonntags um 17 Uhr. Und da kannst du dir vorstellen, dass da eine ganz, ganz andere Energie aufgebaut werden kann, als das, was man nochmal nur online machen kann. Und dass wir da ganz, ganz tief einfach in Themen einsteigen. Im Unbewussten und im Unterbewusstsein schauen, was da an Themen in dir verborgen sind. Was da wirklich an Blockaden und Prägungen sind, die wir lösen. Und wir werden bei diesen, ja, liebe Monika und lieber Martin, ihr seid dabei. Schön, ich freue mich auch riesig. Wir werden da wirklich ganz, ganz tief in Themen einsteigen. Und meine mentale Ausrichtung ist, dass du mit einem absoluten Reichtumsbewusstsein aus diesem Seminar rausgehst. Und jetzt möchte ich mal nochmal diejenigen ansprechen, die. Und das berührt mich einfach auch im Herzen, weil ich sehe, wie viel mehr für dich möglich ist. Die jetzt hier immer noch in diesem Thema drin stecken, ich habe nicht genügend Geld zur Verfügung, der Monat dauert länger als das Geld, das Geld zerrinnt mir schon wieder zwischen den Fingern oder ich würde doch endlich gerne mal mir, keine Ahnung, das ein oder andere leisten, den Traumurlaub, die Auszeit oder mit meiner Familie mal lecker essen gehen oder ich hätte einfach mal gerne, dass Geld immer da ist. Und das berührt mich einfach irgendwie, weil ich einfach sehe, was für ein großartiges Potenzial im Grunde genommen in dir drin steckt. Denn schau mal, es steht doch nirgendwo geschrieben, dass für dich die Geldschranke zu ist oder nur so und so viel jeden Monat zu dir fließen dürfen. Das steht auch nirgendwo geschrieben. Du darfst es dir endlich mal erlauben, auch zu dir fließen zu lassen. Und das ist das, was wir dann einfach selbst, hallo lieber Jens, was wir selbst in dem Stil da nicht hinkriegen, weil wir ja so gefangen sind in unseren eigenen Energien. Und das ist so wertvoll, wenn du da wirklich mal bereit bist, in dich zu investieren, um diese Themen endlich zu lösen. Als ich mein erstes Geldseminar vor vielen Jahren gebucht hatte, das hat so viel mit mir gemacht und das hat natürlich auch wehgetan, dieses Geld aufzubringen, um dieses Seminar zu buchen. Aber es war letzten Endes auch mit einer der besten Entscheidungen, da in mich zu investieren. Und so ist das hier beim Money-Freude-Seminar auch. Ich weiß, wie viele von euch hier so gerne dabei sein würden, aber wenn sie dann sehen, das kostet 1000 Euro netto, kann ich mir nicht erlauben, geht nicht, weil. Und schau mal, ganz offen, solange du so denkst, das funktioniert nicht, weil, das Universum wird dir immer deine Realität im Außen, entsprechend dem, was du aussendest, wird das Universum dir immer deine Realität erschaffen. Es wird immer sagen, dein Wunsch ist mir Befehl. Und solange wirst du dich immer in dieser Spirale drin drehen. Macht das Sinn? Schau mal, ich möchte dir hier wirklich mal so einen kleinen Schubser geben, dass du endlich mal aus diesem Thema Mangel an Geld wirklich mal rauskommst. Dass du endlich mal so da stehst. Ich kann es jetzt nicht richtig zeigen, weil ich in einer Hand das Handy in der Hand halte.
Also, dass du mal auf Empfang da stehst, dass du wirklich mal dauerhaft dir ein Mindset aneignest, wo das Geld wirklich zu dir fließt, weil das ist letzten Endes das alles, was wir in diesen 2,5 Tagen machen. Wir werden dich in ein absolutes Reichtumsbewusstsein reinbringen. Wir werden dir zeigen, wie du wirklich mal eine Liebesbeziehung zum Geld aufbaust. Wir werden dir auch mal zeigen, wie es möglich sein kann, dass du dich davon löst, dass nur einmal im Monat Geld zu dir fließt, sondern Geld kann jeden Tag zu dir fließen und kann aus ganz vielen verschiedenen Quellen auch zu dir fließen. Achtung, da ist es jetzt aber bei wichtig, dass es darum geht, dass du auch mit dem Herzen dabei bist. Mit dem Herzen und mit deiner Seele. Es geht hier nicht um irgendwelche Techniken, über irgendwelche Dinge, die da draußen ja auch viel kursieren, irgendwie Geld in sein Leben zu ziehen. Sondern an erster Stelle, und das verbinde ich, das ist mir ganz wichtig, das auch zu erwähnen, die Seelenaufgabe und das Herz, die dürfen an erster Stelle stehen. Und dann darf man sich im zweiten Schritt auch erlauben, die Geldenergie in sein Leben zu ziehen. Hallo liebe Irmgard, hallo liebe Karin. Das sind so diese tiefgründigen Dinge, bei denen es in diesen 2,5 Tagen geht. Und deshalb habe ich auch bei diesem Seminar wirklich inkludiert Übernachtung und Vollpension, sodass niemand von euch, der da beim Seminar dabei ist, in irgendwelchen Pausen gucken muss, was ist da und wo geht er hin essen und, dass diese wunderbare Energie, die wir da gemeinsam aufbauen, von der das Seminar letzten Endes ja auch getragen ist. Der Martin weiß sicherlich in etwa, wovon ich spreche, der war ja auch auf Bali dabei. Bali ist jetzt noch mal was anderes, aber so ansatzweise, wenn man in einer Gruppe eine so wunderbare Energie aufbaut, ist das eigentlich absolut, eigentlich unbezahlbar und förderlich für die Heilung von jedem Einzelnen. Weil wir sind doch alle miteinander verbunden. Wir sind alle ganz großartige, unendlich große Wesen. Und darum geht's, dass du das endlich mal erkennst, was für ein großartiges Wesen du eigentlich bist, was für ein Potenzial in dir steckt, was du dir mal vorgenommen hast, als du hier auf Mutter Erde gekommen bist. Und alles andere ist doch über uns gestülpt worden und von diesen Schleiern. Darum geht es, dass du dich davon mal befreist. Und dieses Moneyfreude-Seminar, diese 2,5 Tage, da geht es wirklich darum, dass du dein gesamtes Sein mal auf Empfang einstellst, dass du eine Liebesbeziehung zu Geld mal aufbaust, so wie zu deinem Partner, den du ja auch liebst. Deshalb bist du mit ihm zusammen. Der möchte ja auch gerne bei dir bleiben, solange du ihn liebst. Wenn du ihn nicht mehr liebst, warum soll er bei dir bleiben? Genauso ist das mit dem Geld. Das meine ich mit Liebesbeziehung zu Geld. Und wir sind ja auch hier in unserer Kultur so dazu trainiert, das war ich ja früher auch, dass einmal im Monat Geldenergie zu einem fließt, darauf sind wir getrimmt. Und dann müssen wir einfach gucken, wie wir dann den ganzen Monat da über die Runden kommen. Das ist mir heute Morgen nochmal so bewusst geworden, wo einfach mal so ein Geldeingang nochmal von 1.600 € da war, wo ich gemerkt habe, ja, so selbstverständlich drauf geguckt, gesehen, weg. Und dann im Nachhinein habe ich gedacht, mein Gott, früher ist einmal im Monat dieser Geldbetrag eingegangen und ich musste gucken, wie ich den ganzen Monat über die Runden komme. Warum ist das heute nicht mehr so? Weil ich wirklich mal die Entscheidung getroffen habe, ich ändere dieses Thema. Ich ändere dieses Thema endlich. Und darum geht es doch bei dir jetzt auch, dass du dieses Thema endlich mal änderst. Und du hast einfach die Chance hier an diesem Seminar teilzunehmen, dass du es auch endlich ändern kannst. Und bei diesem Seminar geht es jetzt die 2,5 Tage wirklich darum, dass wir da ganz genau hinschauen und vieles lösen. Und Achtung, auch danach, 3 Wochen danach, wird es noch ein Online-Seminar geben, wo du auch nochmal dran teilnehmen kannst, ganz bequem von zu Hause aus, weil ich möchte wirklich das nicht wie ein heißes Bad machen, sondern möchte dich da wirklich auch noch nachbetreuen, dass du anschließend, nach dem Seminar wirst du auch noch Aufgaben bekommen und 21 Tage danach gibt es dann das Online-Webinar,
damit du wirklich da am Ball bleibst. Und schau mal, wenn du die 2,5 Tage mit uns in dieser wunderbaren Gruppe verbracht hast und anschließend für 21 Tage Aufgaben mit nach Hause nimmst, dann ist das alles schon zur Gewohnheit für dich geworden und kannst dann eben nach 3 Wochen nochmal in diese Energie abtauchen und nochmal Fragen stellen und dann kannst du nochmal einen weiteren Schub geben. Merkst du, was für ein Goldstück du eigentlich hier an der Hand hast, welche Möglichkeit du eigentlich hier an der Hand hast? Ich möchte wirklich dich da mal berühren, dass du mal, ja, mal dir dessen bewusst wirst, was für ein unendlich großes Wesen du bist, was alles für dich auch möglich ist, damit du nicht immer und immer wieder in diese Schleifen zurückkommst und doch denkst, verdammt nochmal, ich hänge immer noch mit dem leidigen Thema Geld hier in den Seilen, um es mal so auszudrücken. Okay, und für diejenigen, die jetzt wirklich so, ich sag's mal, klamm sind, da gibt es ja auch eine Möglichkeit, du kannst dir das Money-Freude-Seminar im Grunde genommen zum Nulltarif ermöglichen. Mir hat gerade letzte Woche im Gespräch jemand gesagt, ich würde ja gerne teilnehmen, aber selbst 1000 Euro netto geht nicht. Ich habe einen Affiliate-Link auch erstellt. Ich poste euch den gern hier anschließend in die Gruppe, wo du wirklich mit einer Empfehlung 500 Euro einstecken kannst. Das heißt, mit 2 Empfehlungen hast du das Money-Freude-Seminar frei hier und kannst es dir so selbst ermöglichen. Also es gibt auch da für dich im Grunde genommen ja keine Ausrede, ich kann es mir nicht erlauben. Schau mal, was ich dir hier alles im Grunde genommen auf dem Silbertablett serviere. Warum? Weil es mir wirklich am Herzen liegt, weil ich weiß, wie es mir früher ging in der Richtung. Und weil ich weiß, wie schön es ist, wenn man sich der Geldenergie auch geöffnet hat, weil in erster Linie das Herz und die Seele auch dabei sind und Geld halt einfach zu einem fließt. Und das möchte ich einfach auch für dich und mit dir hier erreichen, dass auch dieses Thema bei dir mal in die Heilung kommt. Deshalb mache ich das und deshalb auch mal so diese klaren Worte jetzt hier in diesem Video, weil ich das einfach so beobachtet habe, wie viele sich mit diesem leidigen Thema Geld da immer noch auseinandersetzen. Okay? Also, lausch nochmal in dich hinein, wenn der erste Impuls jetzt da ist. Ja, ich will an dem Seminar teilnehmen, ich will endlich meine Geldthemen heilen und will da endlich mal den nächsten Sprung in meinem Leben machen. Dann lausch auf diesen ersten Impuls und melde dich an. Und wenn du wirklich so klamm bist, wie ich das ja früher auch immer war, dann schau doch mal, empfehle das Seminar einfach weiter an nur 2 Leute. Du bekommst dann eine Provision von 500 Euro, das heißt, mit 2 Leuten hast du das Seminar frei. Also, ich weiß wirklich fast nicht mehr, was ich dir noch mit alles auf den Weg geben darf hier, dass du dieses Thema mit dem Geld, dass du da endlich eine Entscheidung triffst und es wirklich in die Heilung bringst. Und deshalb mal so diese offenen Worte hier, weil mich das die letzten Tage wirklich so beschäftigt hat, wie ich sehe, wie viele sich immer noch mit dem Geld rumplagen und wie einfach es sein kann und was für ein großartiges Potenzial einfach auch in dir steckt. Und ich sehe das auch immer in Verbindung mit dem Seelenplan, wie viele von euch hier würden gerne ihren Seelenplan entdecken und ihn endlich leben und endlich sich ihr Traumleben kreieren, aber sie treffen keine Entscheidung. Sie treffen einfach keine Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt, ich mache das jetzt. Ich lasse mir dir jetzt endlich beihelfen, weil für diejenigen, die in meiner Akademie sind, mit denen ich ja zusammenarbeite, da ist das Seminar ja auch inkludiert. Ja, weil auch da, und das ist auch die Verknüpfung, die ich bei der Money-Freude-Challenge, ja denke ich mal, auch auf den Punkt gebracht habe, in der ersten Instanz steht, seinen Seelenplan zu entdecken,
sein eigenes Potenzial zu entfalten, die eigene Kreativität nach draußen zu bringen, das Leben sich dann damit zu gestalten, was das Herz wirklich möchte, und sich auch der Geldenergie zu öffnen. Also das hängt beides ganz, ganz eng bei mir miteinander zusammen. Es geht nicht darum, hier mit irgendetwas das schnelle Geld zu verdienen. Und da arbeiten wir ja auch in der Akademie mit dem Thema Geldbewusstsein immer ganz viel. Nur so eine Offline-Geschichte, wo man dann nochmal face-to-face miteinander arbeiten kann und in einer wunderbaren Energie von der Gruppe eintauchen kann, das toppt das einfach nochmal. Deshalb mache ich das für dich. Okay? Liebe Claudia, schön, dass auch du dabei bist. In diesem Sinne, ich poste euch den Link nochmal zur Anmeldung hier jetzt anschließend rein und auch den Affiliate-Link, wo du dir wirklich das Moneyfreude-Seminar zum Nulltarif hier ermöglichen kannst, damit du endlich mal beginnst, Geld zu lieben und Geld in dein Leben fließen zu lassen, in dem Maße, wie du es wirklich haben möchtest. Und auch weiter fließen lassen kannst an soziale Projekte, um andere zu unterstützen. Keine Ahnung, was auch immer so dein Herzensanliegen in der Richtung ist. Okay? Bis ganz bald. Ciao.